Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste! Der selbstständigen Schule in Hessen soll jetzt die pädagogisch selbstständige Schule zur Seite gestellt werden. Um die pädagogische Selbstständigkeit beurteilen zu können, muss man sich noch einmal genauer das Konstrukt einer selbstständigen Schule anschauen. Auf den ersten Blick kann man schlecht etwas gegen selbstständigere Schulen haben. Nach dem Programm der Hessischen Landesregierung können diese Schulen abweichend von den bestehenden Rechtsvorschriften bei der Stellenbewirtschaftung, Personalverwaltung, Sachmittelverwaltung sowie in der Unterrichtsorganisation und inhaltlichen Ausgestaltung des Unterrichts selbstständige Entscheidungen treffen. Abweichungen bei der Unterrichtsorganisation und Gestaltung sind insbesondere bei der Bildung von Lerngruppen, der Ausgestaltung der Leistungsnachweise sowie bei den Lehrplänen und Stundentafeln zulässig, sofern die Standards der Bildungsgänge eingehalten werden. Selbstständige berufliche Schulen können darüber hinaus noch die Schulverfassung ändern und die Entscheidungs- und Anhörungsrechte in der Schulkonferenz sowie einzelne Entscheidungsrechte der Gesamtkonferenz auf einen Schulvorstand übertragen. Im Programm sind aktuell 91 allgemeinbildende Schulen und 48 berufliche Schulen. Technisch funktioniert die Selbstständigkeit von Schulen über eine Bewirtschaftung eines eigenen großen Schulbudgets. In der Realität hat sich das Programm aber leider als eher ein trojanisches Pferd für die Ökonomisierung der Schulen herausgestellt. Wirkliche Freiheiten haben diese Schulen nämlich in der Regel nicht. Die Entscheidungsspielräume in Zeiten einer eher Mangelverwaltung an hessischen Schulen sind schließlich denkbar gering. Und da gibt man die Verantwortung für die damit einhergehenden Probleme gerne an die Schulen weiter. Das kann ich nachvollziehen. Und man muss ganz klar sagen, an mancher Stelle ist die Entscheidung für eine Selbstständigkeit nicht im Sinne der Schülerinnen und Schüler oder der Lehrkräfte. Hierzu ein Beispiel von einem ehemaligen Lehrer aus Frankfurt. Ich zitiere: An einer solchen Modellschule ist die Zahl der angestellten Lehrkräfte mittlerweile auf 40% aller Lehrkräfte gestiegen, viele davon nur befristet und auf Teilzeit eingestellt. Freiheiten bei der Einstellung von Personal werden so auf Kosten von Kolleginnen und Kollegen teuer erkauft, das Klima an den Schulen verschlechtert sich, die Kollegien werden gespalten. Außerdem kann durch das Modell die Segregation innerhalb der Schule erhöht werden. Das dürfte die CDU freuen. Auch hierzu ein Beispiel. Weitere Handlungsspielräume sollen darin bestehen, dass bei der Klassenbildung nach oben abgewichen werden kann, z.B. um Spielräume für Zusatzkurse für besonders starke oder schwache Schüler einzurichten. So plant der Schulleiter eines Gymnasiums, der sich als selbstständige Schule bewirbt, statt 8 fünften Klassen, für die Lehrerzuweisung bekommen, nur 7 Klassen zu bilden. Zitat: Da habe ich 30 Stunden frei, mit denen kann ich Zusatzkurse einrichten, kann für besonders starke oder schwache Schüler. Das sollte eigentlich jeden alarmieren, sehr geehrte Damen und Herren, der sich für gemeinsames Lernen und die Überwindung eines gegliederten Schulsystems einsetzt. Das Ganze bringt auch einen erheblichen Mehraufwand für die Kolleginnen und Kollegen mit sich. Deswegen kritisieren auch viele Lehrerverbände die pädagogische Selbstständigkeit. Nicht nur die GEW, sondern beispielsweise auch der Deutsche Lehrerverband Hessen kommentiert, dass mit der Umwandlung in eine pädagogisch selbstständige Schule ein deutlicher Mehraufwand für die Lehrkräfte einhergehe. Aber was bedeutet nun eigentlich pädagogisch selbstständig? Die ganzen 30 Schulen im Jahr, die daran teilnehmen dürfen, können bei der Unterrichtsgestaltung und Bewertung der Schülerinnen und Schüler pädagogisch andere Wege gehen als andere Schulen. Bereits im letzten Jahr flammte die Debatte um die Möglichkeit der Abschaffung von Ziffernoten in der Öffentlichkeit kurz auf, weil Rechtsaußen Angst vor jeglicher pädagogischen Erneuerung hat. Das haben wir ja gerade auch schon mitbekommen. Aber keine Angst, die Benotung anhand einer Skala von 1 bis 6 bleibt weiterhin bestehen, auch an pädagogisch selbstständigen Schulen. Schließlich heißt es nun vonseiten der Landesregierung, es muss der Schule möglich sein, die Bewertung von Schülerinnen und Schülern jederzeit in eine Ziffer zu überführen. Sehr geehrte Damen und Herren, wer bei einer leichten Brise von rechts so umkippt, ist wohl nur ein Fähnchen im Winde. Viel übrig bleibt also nicht von den kleinen Freiheiten, die die GRÜNEN vermeintlich gegen die CDU im Schulbereich durchsetzen wollten. Schulen horten lieber die ihnen als selbstständige Schule zugewiesenen Mittel. Gerade einmal 30 Schulen dürfen im Jahr pädagogische Freiheiten ausprobieren. Und obendrauf werden in diesem Rahmen auch noch gleich die Schulbezirksgrenzen aufgelöst, damit ihre Eltern ihre Kinder auch bloß nicht auf eine solche Experimentschule schicken müssen. Auch das wird den Segregationsdruck auf unser Schulsystem erhöhen, vor allem im Grundschulbereich. Zusammenfassend lässt sich also sagen, das Programm der selbstständigen Schule ist schwarz-grüne Politik in Reinform.
Die GRÜNEN wollen vermeintlich pädagogische Akzente setzen nach dem Motto bloß keine Schulformdebatte, wir schaffen jedem Töpfchen sein Deckelchen. Die CDU will keine hessenweiten Reformen und freut sich über eine Stärkung der Segregation im Schulwesen und betriebswirtschaftliche Methoden an hessischen Schulen. Was es stattdessen bräuchte, wäre der politische Mut einer Landesregierung, mit dem vermeintlichen Schulfrieden zu brechen, Schulstrukturen und pädagogische Konzepte zu reformieren, sodass flächendeckend in Hessen gleichwertige Bildungschancen für alle Kinder ermöglicht werden. Vielen Dank.